Servus, ich bin der Rio und ich trinke ein Bier. Ja, jetzt in der jetzigen Zeit haben wir wieder ein lokales Bier, ein Münchner Bier. Das Red Ale vom Giersinger, ein obergäriges Rotbier. Ein schöner Tisch. Das ist ja richtig schön, so wie eine Schankstube, der Geruch. Also aus der Flasche war er schon mal gut. Ganz ein klares, rot ist es nicht, aber kupferfarbenes Bier mit feinen, perlt ganz fein, mittelfeiner Schaum, karamellfarben, weiß. Der Geruch ist leicht hopfig. Das sagt man ein bisschen malzig, aber hopfig-malzig. Richtig schönes Ale, fruchtig, steht was drauf, verschiedene Red Malz, Pilsner Malz, Monra und Vic Secret. Ich kann es nicht beschreiben, ein paar Fruchtnoten sind dabei, ganzen Hauch Malz dabei, schön herb, angenehme Rezenz und vor allem im Nachgang kommt irgendwas hoch noch. Kann jetzt nicht sagen, was das im Nachgang ist, vom Gefühl her wie eine Nuss, aber also der Geruch beim Trinken, so wie es auf der Wiesen vor der Schank riecht, das Bier auf dem Holzboden verbritschelt. Also mich, da geht sofort ein angenehmes Gefühl los. Schöne Herb, nicht zu herb, leichte Süße, passt. Das ist was, das man so, ich glaube, schön an einem Grillabend bringen kann. Schaum ist schön stabil, mag ums Verrecken nicht rauskommen. So lange mal wieder Giersinger drunter, war gut. Also die Sonderbiere vom Giersinger, das ist das, was mir schmeckt, die normalen Biere nicht so. Die Versuchung, ja, gutes Bier, bis zum nächsten Bier, 40.